Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA Online. Hallo. Wir besorgen uns heute ein Fahrzeug und werden zugleich auch zwei Fahrzeuge verkaufen und wollen mal gucken, was uns das bringt. Wir fangen an. Welches Auto kriegen wir? Eine Mittelklasse Omnis. Noch einmal für die Zuschauer. Das ist dieses komische, hässliche Fahrzeug. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Biker-Treffen oder so, wo wir es herholen müssen. Möglich ist es. Wie du die Alte einfach umgerannt hast, ey. Die ist umgefallen wie ein Fels. Wie Peter? Ja. Peter heißt. Ja. Peter Georg. Peter Georg. Peter Georg Herpes-Smits. Ja, der Peter! Ja, der Peter! Ja, der Peter hat's gemacht! Siehst du unten auch den Entdeckungsbalken? Mhm. Sag mir mal Bescheid, wenn der sich füllt. Ja, mach ich. Weil dann kann ich mich mehr auf die Straße konzentrieren. Oh. Oh nein! Oh shit. Nee, der fliegt woanders hin. Ja, noch. Sag dir Bescheid, sobald der hinter uns irgendwo ist. Da ist er. Er ist nicht in der Nähe von ihm bisher. Gut. Er fährt auch die ganze Zeit über rote Ampel. Oh, Alter. Was denn? Ach, der will jetzt rechts abbiegen, das sah so aus. Kannst du mal schneller fahren? Du hast einen Kuruma, Alter. Ich weiß auch nicht, warum der ständig die Spur wechselt. Ist gar nicht auffällig, ne, so wie du fährst. Nö. Geisterorganisation wurde von Organisation aktiviert. Ja, das sind die Leute, die für ihre Organisation einfach einfach draufgeklickt haben, ohne einen Namen zu vergeben. Ja, was da ist denn Geisterorganisation? Geisterorganisation, du wirst dann für eine halbe Stunde zum Beispiel nicht mehr gesehen. Auf der Map. Mhm. Wenn du zum Beispiel große Frachten abliefern willst, aktivierst du das. Kostet aber auch scheiße viel Geld. Ja, gut. Ja.
Ja, wir sind da gleich da. Ja. Und dann wird wieder geballert. Alter, ist der bescheuert? Was ist mit dem LKW-Fahrer los? Da ist das Auto. Bleib stehen. Wer hat denn das Auto schon abgeschossen? Ich hab's einmal kurz getroffen. Alter, jetzt backt hier alles rum. Wie viele LKWs fahren hier jetzt auf einmal rum? Ja, ne? Hab ich auch gerade so gedacht. Oh, da stand ein Kuruma. Mit dem Omnis fahre ich eigentlich ganz gerne. Ja, der sieht halt nur so total komisch aus, ne? Der sieht halt alt aus, ne? Eckig, kantig. Sieht aus wie das Auto von, sag ich mal, von den New Kids oder so. Der ist halt alt, ne? Ja. Könnte man halt mit so einem alten BMW vergleichen. Ja, das ist, glaub ich... Das soll auf diesen alten Audi 80 getrimmt sein, der ja auch so aussah wie der. Mit okay. dem Spoiler da drauf, der Rallye-Wagen. Ja. Oh shit. Ups. Naja. 450 Schaden geht noch. Was? 1500? Jaja, eben gerade waren es 1050, so, deswegen 450. Das ist richtig. Das ist scheiße, ne? Wenn du so ein Auto fährst, wo kein Schaden gemacht werden darf und Motorradfahrer ist vor dir. Kannst nicht rammen. Ja, schrecklich, oder? What the fuck? Was denn? Der ist echt hochgeflogen. Oh shit, ich bin falsch gefahren. Der ist echt hochgeflogen, hat er gesagt. Oh nein. Was? VTOL. Nee, Kriegshelikopter direkt neben uns. Gib Gas. Ich bin nicht in der Nähe. Er explodiert! Bist du gestorben? Nein! Warum haben wir jetzt nur noch 960 Reparaturkosten? Bei mir steht immer noch 1500. Bei mir steht 960. Abgeliefert. Ja, 1500 habe ich auch tatsächlich bezahlt. Oh. So, jetzt versuchen wir es, wa? Weil zu verkaufen, während der Typ da rumfliegt? Ja, versuchen halt. Er ist ja jetzt wieder weggeflogen, ne? Der hat selber gemerkt, dass er es nicht hinkriegt. Oh shit. Such dir mal schon mal ein Fahrzeug aus. Ich will ein Oberklassefahrzeug haben. Okay. Ist mir egal welches. Sag schon mal irgendeine Richtung, rein optisch, wie es aussehen darf. Es soll rot sein. Okay, das ist deine Mindestanforderung. Ich sag, ein rotes Oberklassefahrzeug. Okay.
werde sowieso umlackieren, aber ich behalte es rot. Ich hoffe, dass du... Ich weiß nicht, welches du kriegst. Weiß ich auch nicht. Ich werde, egal was ich für ein Fahrzeug kriege, ich werde es rot machen. Okay, du hast den falschen gekriegt. Ich habe den Centaurno gekriegt. Ja, du solltest geil. Eigentlich den Osiris kriegen, eigentlich, aber... Das habe ich mir schon gedacht. Bist du fertig? Gleich. Ich bin auch noch nicht fertig. So, bin fertig. Warte. Du hast nur noch 3 Minuten, ne, zum Dingsen. Ja. Super. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Beide rot. Ja. Klar, ich habe matt rot und grau gemacht. Alter. Ich habe Metallic rot und Metallic Torino rot. Mhm. Und das Rot Sekundärfarbe pures Gold. Okay. Geil. Oh. Oh shit. Ich hab Schaden gekriegt. Oh. Ja, ich hab den mit hinten dem Spoiler. What? Wir sind falsch gefahren. Nee, das ist zweimal gesprungen. Mit dem Spoiler an ein Schild dran gekommen. Okay. Weil der ist breit hinten. Ich hätte. Oh fuck, Alter! Puh! Nichts passiert? Nichts passiert. Gut. Jo, ich habe 11.000 für meine Arbeit bekommen. Sehr geil. Nein! Was denn? Ich bin mit dem Radkasten an einem Auto hängen geblieben, aber ich bin gar nicht so nah an dem vorbeigefahren. Oh, lol. Naja, ist immerhin immer noch sehr viel Geld. Nur 3.000 weniger. 162.190. Boah. Wie viel war es am Anfang? 165.000. Wenn ich bei dem Auto vom Gas gehe, hört sich das so an, als würde mich jemand versuchen abzuknallen. Echt? Ja, also als würde. Bei mir hört sich das so an, als ob ich immer noch voll auf dem Gas stehen würde. Der ist so laut. Bei mir macht's halt die ganze Zeit. Nein, ich bin auch einmal angeeckt.
Ist nicht schlimm, immer noch 162.000. 151 diesmal. Immer 290. Wir haben 359, 389, 398 Euro Verlust gehabt. Ach, mehr nicht? Nö, ich dachte, es wären 165.000 gewesen. Jo, schön. Sehr gut. Steh auf! Steh doch auf! Ja. Der Passport, ich muss ihn verprügeln. Aua. Da war eben gerade noch so ein Typ, der hier Fotos gemacht hat. Ja, das ist kein Passport. Nee, achso, der Paparazzi. Aua, au, au. Warum hat der mich umgefahren? Boom! Aua! Oh. Alter, ey, ich bin so dumm. Hast ihn verprügelt, sehr gut. So, wir sind fertig, würde ich mal so behaupten. Ja, wir sind fertig. Wie geil das aussah. Ich entschuldige mich, aber... Wie geil der einfach von diesem Auto runtergefallen ist. Naja, haut rein, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüllelü. Ciao.